Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. Zwischen den Episoden und den diversen Bauprojekten bin ich ziemlich viel hier unten im Keller unterwegs. Da habe ich euch ja schon ein bisschen was davon gezeigt mit dem Mobgrinder hier und so. Da ist jetzt hier noch so eine kleine Baumfarm dazugekommen und da hier bin ich Stück für Stück dabei, das Ganze zu vergrößern, denn irgendwie geht einem immer der Platz aus. Der Testhühnerkocher ist abgebaut, der funktioniert ja eh nicht. Und ich habe hier was Neues, zwei neue Sachen. Das eine ist, da sieht man es schimmern, Chorus Fruit. Ich war am Ende bin durch dieses Portal gesprungen und da gab es nichts weiter Interessantes. Ich wollte eigentlich da ein bisschen durch die Gegend wandern und euch das zeigen, aber da gibt es tatsächlich nur kleine Inseln mit diesen Chorus Fruit. Und guckt euch mal an, wie groß die hier werden. Die gehen da bis unter die Decke, deswegen habe ich mir hier so ein Gestell gebaut. Das muss ich hier vielleicht auch nochmal. Das ist, um die Vines hier ernten zu können, die man immer mal wieder braucht. Nicht so oft, aber hin und wieder mal. Und hier kriegt man dann gleich einen ganzen Stack davon. Und dann habe ich diesen Weg, den ich mal, wo ich vor kurzem gesagt habe, den benutzt sowieso keiner. Jetzt benutze ich ihn, denn der ist ganz praktisch. Diese Blüten hier oben, die muss man gesondert ernten. Wenn man da unten die Pflanze aberntet, dann droppt das hier alles, aber nur die Früchte, diese Blüten nicht. Und die Blüten braucht man, um die wieder anzupflanzen. Und um die Blüten ernten zu können, habe ich dann hier so ein paar Stege gebaut. Das zwingt die auch so ein bisschen wenigstens einigermaßen innerhalb dieses Bereiches zu bleiben. Die sind irgendwie noch nicht ganz so gewachsen. Die waren aber die ersten, die ich gepflanzt habe. Ist manchmal doch ein bisschen komisch, was beim Zufallsgenerator rauskommt. Aber ja, ich weiß nicht, ob die Wuchshöhe von diesen Dingern von der Y-Koordinate, also von der Höhe im Spiel, abhängt. Die gehen hier aber direkt bis unter die Decke. Und wir sind hier, irgendwo kann man es bestimmt sehen, hier natürlich nirgendwo. Das da unten ist direkt Bedrock, das ist Level 5. Wir sind hier also ganz unten und da vielleicht hat das einen Einfluss. Irgendwann, wenn ich viel Zeit und viel Lust habe, mache ich hier nochmal eine Beule in die Decke und dann gucken wir mal, ob die dann noch größer werden. Und das zweite, was ich gebaut habe, das ist hier und das ist auch nur ein grauer Kasten, wenn man da so drauf guckt. Ich habe ja vor, der oben den Tränkebrauer, den automatischen, irgendwann mal so richtig schick zu machen und den dann in Betrieb zu nehmen. Und der soll dann natürlich automatisch und so. Und das heißt natürlich, dass wir einen Netherwart brauchen. Und da habe ich bis jetzt noch gar keine so automatische Farm gehabt. Und die ist eigentlich ganz einfach. Hier sind so zwei Streifen mit Netherwart und dazwischen habe ich Zauntore, Fence Gates. Und die sind offen. Die haben nämlich den Vorteil, die sind für Items komplett transparent. Da fallen Items einfach durch, die halten die nicht auf und die kann man mit Pistons schieben. Deswegen ist hier unter, darunter ist einfach nur Wasser, was die hierher spült. Da sind drei Hopper quer, die hier drin dann landen. Und hier ist eine ganz einfache Redstone-Mechanik. Ich habe hier einen Knopf, der geht auf dieses Ding. Das hier ist ein Pulsformer. Der macht daraus einen definierten, einen Tick langen Puls. Das zeige ich gleich, wenn ich drauf drücke. Das geht hier durch. Das muss mit einem Repeater abgenommen werden. Also der macht eigentlich weniger als der macht nur einen halben Tick oder so. Durch den Repeater wird daraus ein Tick. Und der geht hier hoch. Und hier komme ich nicht hoch. Da muss ich hier drum herum gehen. Der geht hier hoch. Und hier drunter ist eine Reihe Pistons. Das ist der Beweis. Die feuern dann alle. So, packen wir den wieder ein. Die feuern dann alle. Und Fence Gates können auch mit Pistons geschoben werden. Und zwar, wenn sie offen sind. Das heißt, die schieben die Pistons und den Soul Sand und die Pistons schieben die Fence Gates und den Soul Sand und wieder die Fence Gates und den Soul Sand einmal hier rüber. Das bedeutet natürlich, dass hier die Nether Wart dann aufpoppt, weil da nichts mehr drunter ist, auf dem sie wächst. Und ich habe das hier dann eingepackt in Stonebrick, damit da definitiv alles nach unten fällt. Und dann geht das Signal über diese zwei Repeater auf die zweite Reihe Pistons hier, die das dann wieder zurückschiebt. Und in Action sieht das dann so aus. Der braucht eine Weile, bis er wieder runterkommt, weil so ein Holzknopf lange braucht. Aber ich hatte hier zum Testen einen Holzknopf gebaut und das ist kein Problem. Der Pulsformer hier macht, das können wir nochmal eben zeigen. Gesehen? So schnell?
kann man schlecht, der Winkel ist blöd. Der gibt ein Redstone-Signal hier an, was den Piston, der durch den Redstone-Dust hier, wird der Block darunter auch unter Redstone-Energie gesetzt. Und so ein Piston, der ist so empfindlich, dem reicht das. Der schiebt dann nach oben. Das ist ein Sticky-Piston, damit der Block auch wieder runterkommt. Der hat aber eine leichte Verzögerung von einem halben Tick, bis er reagiert und bis der Block weg ist. Und in dieser Zeit geht das Signal hier durch den Block in den Repeater. Das heißt, der Repeater wird eingeschaltet. So kann man es sehen. Der Repeater steht auf einem Tick, das heißt, das Signal, was der hier hinten rausgibt, ist auf jeden Fall genau einen Tick lang. Wenn der Piston dann irgendwann wieder runterkommt, dann ist ja auch die Energie von dem Knopf hier aus. Erst dann kommt der ja runter. Und das heißt, dass ich einen genau definierten, einen Tick langen Impuls hier raushole und da auf die Pistons gebe. Und das Ganze nennt man einsteigende Flanke. Impulsformer, weil der an der, wenn das Signal eingeschaltet wird, wenn also die Flanke ansteigt, dann gibt er ein Signal. Ganz praktische Geschichte kann man oft verwenden, um ganz bestimmte Signale, um ganz genau definierte Signale aus unsauberen Sachen oder wenn was eingeschaltet wird oder so, da kriegt man die dann raus. Hier habe ich was Interessantes festgestellt, was neu ist. Ich weiß nicht seit wann, ich habe keinen dabei. Wenn man über so einen, ich habe hier jede Menge rumliegen, kann ich so einen nehmen. Wenn man über so eine Truhe einen Topslap macht, sollte man ja davon ausgehen, dass sie nach oben genügend Platz zum Aufklappen hat. Und jetzt macht sie das auch. Das ist ja ein Ding. Ha, habe ich mich gerade selbst ausgetrickst. Mit einem Bottomslap geht's nicht. Und das ging mal, meine ich. Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten. Okay, ziehe ich vielleicht komplett zurück. Auf jeden Fall gehen Truhen auf, wenn man denen eine Treppe, eine auf dem Kopf stehende Treppenstufen verpasst. Das Problem ist, das Zeugs, was hier durch den Wasserkanal auf die Hopper läuft, das wird durch den Wasserkanal gerne mal drüber geschubst und das ist dann quasi auf der Truhe hier und geht nicht in den Hopper rein. Wenn ich hier aber eine senkrechte Wand dahin baue, dann passiert das nicht. Dann läuft das alles in den Hopper und hier unten kann man dann die Nether Ward entnehmen und da müssen meine Slabs wieder rein. Schwupp und schwupp. Und dann kann man die hier oben. Ah, die haben es nicht nach unten geschafft. Dann muss ich hier oben vielleicht doch noch höhere Wände drauf machen. Das Problem ist natürlich, dass ich hier ja auch irgendwie drankommen muss, um das zu pflanzen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Obwohl man natürlich jedes Mal, nachdem man das einmal abgeerntet hat, hier einmal nach oben muss, um die anzupflanzen. Leider können Dispenser ja sowas uns nicht abnehmen. Habe ich genau einen Stack? Wie habe ich das denn geschafft? Das sind 2x8. Und die geben eigentlich eine zufällige Menge von Netherwart ab. Kam irgendwie zusammen. Hat genau einen Stack ergeben. Ja, und dann ernte ich hier Chorus Fruit und ernte Netherwart und bin generell so ein bisschen hier beschäftigt. Und das ist eigentlich überhaupt gar nicht so unbedingt das, worum wir uns heute kümmern wollen. Wir wollen uns heute kümmern um den zweiten Teil von unserem Baumarktanschluss. Den Abzweig, den wir letztes Mal gebaut haben, habe ich ein bisschen schick verpackt, auch in dem Design, was wir hier bisher hatten. Es sieht ein bisschen komisch aus, weil das ja eigentlich für drei Lichte breite gedacht ist und ich bin noch nicht so hundertprozentig damit zufrieden. Es ist ein bisschen zusammengewürfelt, weil das auch einen Block nach vorne gezogen ist. Aber eigentlich ist es ganz okay so und funktioniert. Ich habe auch den Tunnel dann weitergebaut. Hier kann man dann übrigens noch in die Betriebstechnik einsteigen. Und dieser Tunnel, der endet jetzt hier, wo wir nach oben gehen müssen, so langsam. Das ist die Hopstreppe, die nach oben führt und am Baumarkt landet. Und mir fällt nichts mehr ein, was ich jetzt noch erzählen kann. Die hat zu viele Stufen. Das müssen wir dann natürlich gleich noch auf einen ordentlichen Tunnel ausbohren. Und hier kommen wir dann an. Da wird es langsam dunkel. Ich habe mir gedacht, wir nehmen hier die Wand weg. Einfach mal so. Und naja, die Pfeiler da oben bleiben vielleicht bestehen. Wir integrieren das hier in den Baumarkt.
an dieser Wand ist auch nichts weiter angebracht, dann können wir das zu einem Seiteneingang erweitern, vielleicht. Und um das zu können, organisiere ich jetzt mal ein bisschen was an Baumaterial. Eigentlich können wir den Bogen in diesen Säulen direkt nutzen, um das als Dach rauszuziehen. Und dafür nehmen wir mal so ein paar Slabs. Das muss ja nicht allzu weit rauskommen. Was machen wir mit dem hier? So? Ja, ich glaube, so sieht das am besten aus. Und auf der Seite... wir könnten, das machen die ja neuerdings, so machen. Ja, das gefällt mir besser. Nicht in das Loch fallen. Und das machen wir hier dann natürlich auch. So. Und hier ziehen wir außen drumrum einmal die. Da sollst du nicht hin. Und innen die. Und dann sind wir schon fast dahin, wo wir insgesamt auch hinwollen. Das könnten wir dann direkt nutzen. Haben wir gerade wieder Unwetter? Der Himmel ist so dunkel und es ist eigentlich fast Mittag. Das sieht nach Unwetter aus. Gehen wir mal hier auf die... Ja, hier regnet's. Okay. Wir haben Unwetter. Dann könnten wir eigentlich... Ich habe hier ja ein bisschen... Nach oben ist ja kein großes Problem. Wenn ich dann Andesit nehme, was ja unser Material für die Gleise wird. Und eigentlich müssten wir da dann noch einen Block rüber. Das wird uns, wenn wir das so machen, wahrscheinlich zu flach. Wir wollen das dann ja hier auch, da kann ich mir mal, den habe ich vergessen, ein bisschen Sandstein holen. Aber so eine Baumaßnahme direkt am Baumarkt ist natürlich optimal, was die Versorgung mit Materialien angeht. Das soll hier dann natürlich so dann abgedeckt werden. Wir können mal hier drumherum ein bisschen Sandstone, ein bisschen Sandstein einbauen, damit uns das nicht alles auf den Kopf fällt, wenn wir weiter unten, so, daneben, wenn wir weiter unten Löcher buddeln und hier machen wir auch Sandstein rein. Ist ja nicht so, als wäre das ein teures Material. Dann, kommen wir hier aber in Kopffreiheitsprobleme, das ist zu eng. Das geht gar nicht, das heißt, die nehmen wir mal wieder raus. Wir können hier durchaus ein paar Blöcke vor und zurück, da sind wir nicht dran gebunden. Wir müssen nicht diese Treppe als Boden nehmen für unseren Bahntunnel nach unten. Da können wir eigentlich auch, das wäre ja am nettesten, wenn der hier so in der Mitte auftaucht. Und da ist mein Andesit. So. Und dann hier, da schon, eigentlich wäre das ein bisschen früh, oder? Wenn der hier schon einen Block in die Tiefe geht. Schauen wir mal, bauen wir das mal zu. Und dann muss ich mal eben nach da unten und mir ein paar Schienen holen. Die habe ich nämlich auch vergessen. Ich bin mal wieder vorbereitet, wie man das von mir gewöhnt ist. Da brauchen wir mal die und davon noch ein paar. Und die Ausgestaltung von diesem Tunnel, die werde ich dann so machen. Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, bis ich mich endlich entschieden habe, wie ich will, dass das da oben aussieht. Aber die Ausgestaltung von diesem abwärts führenden Tunnel, die werde ich genauso machen wie den Rest des U-Bahn-Tunnels bis hierher. Wir können dann, wenn wir hier, wir können nicht auf der, wir können keine Kurve machen, die gleichzeitig auch
nach unten geht. Das kann Minecraft nicht. Dann gehen wir mal hier so hin. Und ich hätte gerne 3 Höhe. Auf jeden Fall. Da wird's schon... Nein, das... Oh, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind hier mitten im Freien. Naja, mehr oder weniger mitten im Freien. Und das sieht nach schwerem Unwetter aus. Da sind sogar die Straßenlaternen angegangen. So dunkel ist es geworden. Das heißt, dass hier jetzt überall Mobs spawnen können. Da ist das Gewitter. Ich habe kein Polished Andesit mehr. Na, alles davon bitte. Und wenn wir dann hier... Es ist immer noch ein bisschen knapp. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen Block tiefer. Und dann können wir das hier zu einer Kurve machen. So. Mir fällt gleich ein Creeper oder sowas auf den Kopf. Da wette ich drauf. So. Das könnten wir machen. Ich nehme mal, das müssen zwar, oder einige hier zwischen müssen natürlich dann noch. Ja, da hinten läuft doch schon ein Stray. Nein, Stray sind die Skelette. Das ist ein Husk. Und ein normaler Zombie. Und der verleitet mich jetzt auch noch, dass ich auf meinen Esel schieße. Hey. Und noch einer. Geh weg. Da würde ich gerne, schon wieder so viel Unfug durch diese Mobs im Inventar, würde ich gerne so viel Dach drüber haben. Das waren meine eigenen Schritte. Ja, damit könnten wir leben, mit so viel Dach. Und dann könnten wir das hier weiter in die Tiefe führen. Das muss ich ja nicht unbedingt weiter vertiefen. Entschuldigt das Wortspiel. Das kann ich machen, wenn ich mit dem Gesamtdesign fertig bin. Dann wäre hier... Da hätte ich eigentlich fast die Wand hier noch stehen lassen können. Aber nein, das machen wir nicht. Das soll als Eingang bleiben. Und hier möchte ich passend zu dem ganzen Zaun eigentlich dann... Ich muss hier mal ein bisschen was loswerden. Habe ich nicht hier irgendwo noch eine Truhe? Wir können... hier was loswerden. Dann wird das auch gleich wegsortiert. Das brauchen wir nicht und davon haben wir auch mehr, als wir brauchen. Und der kann da rein. Hier ist irgendwo eine Spinne. Dann können wir ein bisschen Zaun machen. So viel vielleicht. Komm her. Und dann können wir hier den hier drauf laufen lassen. So. Zum Beispiel das noch und das könnten wir eventuell so. Na, das sieht blöde aus, wobei das hier, nein, das kann natürlich nicht weg. Da habe ich gerade eine Bahnschiene abgebaut. Okay, die soll eventuell aber sowieso, oh, stehe ich dem auch noch im Wege. Ja, habe ich ja gerade was reinsortiert. Empirisch nachgewiesen, so ein Kart kann eine Lücke von einem... Wie komme ich jetzt dazwischen? Gar nicht. So ein Kart kann eine Lücke von einem Block überspringen, wenn es die richtige Geschwindigkeit hat. Und das ist hier fast alles Booster Rail. Das ist außerdem die falsche Höhe. Jetzt kriege ich gleich auch noch das Kart zurück. Nein, kriege ich nicht. Wir wollen... da einen Block haben und kriege ich den da drunter gesetzt? Ja. Und dann fährt es auch wieder. Sehr schön. Hervorragend repariert. Und da wird es wieder Nacht und die Hilja hat mich eben nicht gehört, als ich sie nach, vielmehr nicht gelesen, als ich sie nach Bett gefragt hat. Deswegen verziehe ich mich jetzt mal für 10 Minuten in den Keller und wir sehen uns gleich wieder.
Das müssten alle gewesen sein. Das ist einer der Gründe, warum ich gerne einen Zaun hier um den Bahnhof haben möchte. Da ist doch noch ein... Da zum Beispiel. Gäste ohne Fahrschein. Die wollen wir natürlich nicht haben. So, können wir jetzt in Ruhe weiterbauen? Das wäre gut. Dann können wir das hier noch ein bisschen weiter rausziehen. Ich habe nach wie vor ein Inventar, was ganz fürchterlich aussieht. So. Und so. Da machen wir dann gleich noch massive Blöcke drunter. Und das machen wir dann so. Und dann können wir den Zaun hier drumrum machen. Warum ist der hier? Habe ich den da hingesetzt? Endermen nehmen doch eigentlich keinen Sandstein, oder? So, dann ist der zumindest von einigem an äußeren Einflüssen geschützt. Dann können wir... Komm her. Dann können wir hier noch ein paar Pfeiler drauf machen. Da kann ich springen, was ich lustig bin. Da kommt man so nicht drauf. Ich bin immer noch sehr an das Modded Minecraft gewöhnt, bei dem man so angenehm einfach fliegen kann. Jetzt brauche ich ein paar Slabs. So. Und die da drunter. Dann ziehen wir die nicht ganz so weit. Die reichen eigentlich auch mit zweien, oder? Schauen wir mal, wie das aussieht. Schon wieder daneben. Komm her. Und dann hier in der Mitte das Ganze rausziehen. Da könnten wir eigentlich diesen ganzen Block wegnehmen. So, diese Bahnlinie hier, die baue ich noch um. Die kommt an eine andere Position. Das ziehen wir bis hier. Und dann machen wir da so ein breiteres draus. Und irgendwo muss ich mir hier einen Eingang machen. Sonst macht mich das noch irre. Hier steht doch bestimmt eine Werkbank irgendwo rum. Und ich habe schon wieder lauter Zeugs im Inventar, was weg kann. Tschüss und tschüss. Und Sandstein brauche ich vielleicht noch. Was kann hier noch? Da ist ein bisschen Andesit noch über. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann brauchen wir ein paar von diesen Dingern. Damit machen wir das Dach zu. So. Und von der anderen Seite. Hier regnet es zwar nie, aber wer weiß, was in den nächsten Minecraft-Updates noch alles so an Gemeinheiten kommt. Und hier bauen wir so ein tiefer gezogenes Vordach. Ist eigentlich alles ein Vordach, nicht wahr? Ja, der kommt da genau drauf. Dann brauchen wir noch ein paar von den Zäunen. So vielleicht. Ach, die machen gleich 6. Ganz so viele hätte ich dann doch nicht gebraucht. So. Ja, ich glaube, damit kann man schon leben. Ich hatte überlegt, ob ich hier von außen einen Eingang zum Bahnhof machen sollte. Es ist natürlich ein Problem, dass es zu diesem Netherbrick-Zaun keine passenden Zauntore gibt. Eventuell kann ich das später hier mit Sand, wahrscheinlich bis auf den hier. Aber die Dark Oak könnte vielleicht passen dazu, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben hier direkt nebenan einen Eingang und damit kommen wir auch hier durch. Und die Bahnlinie hier, die werde ich wahrscheinlich, die könnte ich hier flach verlaufen lassen und dann hier um die Ecke und dann hier an der Wand lang. Und dann da drauf zu. Das müsste ich dann nochmal umbauen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Auf dieser Bahnstrecke passiert nur hier ganz unten was und da ganz oben. Alles dazwischendurch können wir uns umbauen und woanders hinlegen, wie wir Lust haben.
Das ist also kein Problem. Die kann ich hier daran vorbeiführen. Dann haben wir hier einen Eingang und dann guckt man genau hier drauf. Das heißt, hier kommt dann mit den Double Slabs. Das gucken wir mal, wie das aussieht. Machen wir uns davon mal so zwei Stacks. Und der kann da wieder rein. Dann machen wir hier eine Wand. Denn das ist kein Kundenbereich da. Und dann könnte da eine Tür rein. So. Dann ist das abgetrennt von dem Nicht-Kundenbereich da hinten. Und man hat hier, das verschwindet dann ja gleich alles. Dann hat man hier einen Durchgang, den können wir dann eigentlich auch noch einen Block höher machen. Dann hat man nicht so das Gefühl, dass man sich gleich den Kopf stößt. Und dann gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Wenn das hier, ich will das noch nicht abbauen, weil das sein kann, dass ich während der Umbaumaßnahmen das zum Wegsortieren noch benutzen. Ich meine, ich könnte natürlich einfach dann da hochklettern und das von Hand da oben reinschmeißen. Aber ich habe dieses System, also nutze ich es auch. Nein, das baue ich dann ab, wenn wir hier soweit sind. Aber ich kann ja hier schon mal die Tür einbauen. So, dann vielleicht, dann ist das nach oben offen und dann habe ich hier oben ein bisschen Platz. Ich muss ja auch gucken, dass ich an dem Sortierer hier zum Beispiel vorbeikomme. Wobei ich da den Block könnte ich rausnehmen, wenn ich Probleme mit der Bahn da kriege. Und dann kommt hier eine Tür rein. Wir haben hier bestimmt noch ein paar Türen auf Vorrat liegen. Da hinten liegt so lauter Baumaterial und Zeugs, was keinen eigenen Platz hat. Da könnten wir die Spruce nehmen. Die ist komplett dicht. Die sieht aus wie eine Kellertür. Aber wir probieren mal. Wie können wir hier irgendwas loswerden? Wir können hier ein paar Slabs loswerden. Ganz so viele brauchen wir nicht. Wir probieren mal, wie es mit Jungle oder Acacia aussieht, die wir dann als Eingang in den Servicebereich haben. So ein bisschen was von dieser Technik und dem ganzen Redstone und so haben wir ja sichtbar. Was irgendwie, finde ich, auch zum Flair von einem Baumarkt und so, das sieht sehr seltsam aus. Das wird mit der anderen Tür auch nicht besser. Die funktionieren einfach nicht. Na, die Axt brauchen wir. Die funktionieren einfach nicht gut, wenn man keine vollen Blöcke da hat. Da müssten auf jeden Fall hier an der Seite volle Blöcke. Machen wir doch mal hier Slabs hin. So und so. Das oben drüber kann ja, das würde dann so hier weitergehen, das oben drüber kann ja durchaus offen bleiben. Die sieht ganz okay aus. Farblich passen sie beide nicht so richtig gut, aber die passt mir vom Design her besser zu den Zäunen. Die hat dieselbe, quasi dieselbe Linienführung. Gerade Linien, rechte Winkel. Die wird's. Und dann müssen wir, das muss noch zu. So. Dann müssen wir da noch ein bisschen den Tunnel schick machen. Und hier ein bisschen die Bahn verschieben und das ein bisschen schick machen. Und das dann da unten verbinden. Und dann hat unser Bahnhof, hier muss ich noch einen Block hinsetzen. Machen wir da auch. Machen wir da so. Zu dunkel. Eindeutig zu dunkel. Wie machen wir da? Das machen wir. Polished Andesit, da wird es auch wieder Nacht. Das ist ein gutes Stichwort. Ich mache hier noch ein bisschen
Aufräumarbeiten und ein bisschen hübscher machen. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.